Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich da sein darf und quasi den ersten inhaltlichen Eröffnungsvortrag nach der doch spannenden Keynote hier halten darf. Also mein Name ist Steffen Ronft. Ich beschäftige mich mit Eventmanagement und Eventpsychologie. Meine Kollegin, die leider jetzt nicht hier sein kann, Dr. Ann-Kathrin Beck, die beschäftigt sich mit dem Bereich Kognitionspsychologie. Das heißt, sie hat erstmal im ersten Schritt mit Events gar nichts zu tun. Und wir beide forschen zusammen an der TU Kaiserslautern und beschäftigen uns unter anderem eben mit der Fragestellung, wie man virtuelle Räume und damit natürlich auch virtuelle Events, die in virtuellen Räumen stattfinden, wie man die ja, verbessern kann, wie man das untersuchen kann, wie man da aus der psychologischen Perspektive quasi drangehen kann. Ja, um euch da allen das Thema ein bisschen mitzunehmen, würde ich erst noch mal kurz abgrenzen. Ja, was ist denn überhaupt so ein virtueller Raum? Ja, also das klingt immer irgendwie jetzt schon so futuristisch. Mittlerweile ist es ja aber doch gängig und Metaverse ist irgendwie so ein Buzzword geworden, ne, dass man sagt, ihr seid jetzt eben Meta, also ehemals Facebook. Das Thema letztes Jahr noch mal groß auf die internationalen Presseagenda auch gesetzt hat. Ja, es ist irgendwie in aller Munde, aber keiner weiß, was ist es eigentlich so richtig. Na, jetzt muss man einmal sagen, so das eine Metaverse, das gibt es schon mal gar nicht. Ne? Also Metaverse ist erstmal so ein Ansatz, wo man sagt, es ist gewisserweise ein Open Space, der eben in dreidimensionalen virtuellen Räumen stattfinden, wo Menschen dezentral, jeder von sich aus, zu Hause, aus dem Büro, wo auch immer her, mit einem Avatar dran teilnehmen kann. Der ist auch nicht mal per se definiert, ob das jetzt über eine VR-Brille sein muss, dass ich wirklich das immersive Erlebnis habe, dass ich mich durch den Raum bewege oder ob es quasi letztlich über einen zweidimensionalen Screen ist, in dem ich mich in diesem dreidimensionalen Raum bewege. Also wie es mein Vorredner Herr Tamberg schon gesagt hat, ne, so diese Ego-Shooter-Perspektive, wie man sie noch kennt. Ja. Ich meine, auch das kann im Grunde schon so eine Art virtueller Space sein, in dem man sich trifft und auch das kann natürlich in gewisser Weise zu einem Metaverse, ja, welches wirklich gewisse Lebensumwelten auch abbildet, erwachsen. Ja, aus der psychologischen Sicht geht es bei dem Ganzen aber immer um Kommunikation. Also wenn wir überlegen, warum treffen sich denn Menschen? Und zwar unabhängig, ob das jetzt wir hier sind im physischen Raum oder eben die Leute, die quasi hybrid im Stream gerade zuhören. Also auch viele Grüße an der Stelle, an die Daheimgebliebenen oder von sonstig Zugeschalteten. Warum machen wir das? Naja, weil wir uns austauschen wollen. Und wenn wir mal strukturiert betrachten, wie so ein Austausch eigentlich stattfinden kann, sehen wir, es gibt so verschiedene Kommunikationsschemata. Und ein Schema ist einfach mal One-to-One, also ich interagiere eins zu eins mit einer anderen Person, also den Dialog, den ich nachher in der Pause mit jemandem führe. Was gewisse Vorzüge hat. Es hat nämlich den Vorteil, ich kann klar eins zu eins drauf reagieren, also es ist ein Dialog, Antwort und Gegenantwort, unmittelbare Reaktion auf etwas, wenn ich eben eine visuelle Unterstützung habe, das heißt, ich die Person dabei auch sehen kann. Das ist jetzt eigentlich mal recht unabhängig, ob das im virtuellen Raum oder eben hier live stattfindet, habe ich natürlich auch noch sowas wie Mimik und Gestik, also ich kommuniziere ja auf verschiedenen Ebenen mit der Person und das funktioniert eben eins zu eins natürlich am besten. Typisches Veranstaltungsformat ist aber eigentlich eine 1-zu-N-Kommunikation häufig, also so im Grunde das, was jetzt gerade hier im Moment stattfindet. Einer steht auf der Bühne, bin ich. Die Menge, N, das seid ihr, das sind die Leute zu Hause, die hören im Grunde gerade zu, was ich zu erzählen habe. Ich hoffe, es ist einigermaßen spannend. Und nichtsdestotrotz wird es aber auch einen Rückkanal geben, der natürlich nicht so unmittelbar, nicht so in dem Direct Response stattfinden kann, wie jetzt in einer 1-zu-1-Kommunikation. Ja? Also kann jetzt nicht jeder gerade zwischendurch immer eine Frage stellen, weil dann kämen wir quasi gar nicht vorwärts, sondern eben zum Ende hin, und die Zeit werden wir uns nehmen, natürlich auch nochmal Fragen eingehen können. Das heißt, es wird einen Rückkanal aus der Menge hin zu dem einen natürlich geben. Ja, und das, was viele Veranstaltungen, Konferenzformate, aber insbesondere auch Messen eigentlich so wertvoll macht, ist die End-to-End-Kommunikation. Also ich fahre auch auf eine Messe, weil ich, ne, Tamberg hat es super schon eingeleitet, weil ich spannende Vorträge hören will. Ja, deswegen fahre ich auch auf eine Messe, deswegen fahre ich auch auf eine Konferenz. Aber was werden die großen Dinge sein, die ich heute Abend mit nach Hause nehme, wenn ich auch wieder im 40 Grad heißen Zug irgendwo sitze? Ich werde mit nach Hause nehmen, welche Gespräche hatte ich in der Pause, welche Gespräche hatte ich im Catering, wer kam nach dem Vortrag auf mich zu. Das heißt, diese End-to-End-Kommunikation, jeder Teilnehmer mit den anderen Teilnehmern, jeder zu jeder Zeit oder auch mit mehreren, also ich kann da auch mit 2, 3 Leute suchen und sagen, Mensch, das ist doch was aus deinem Thema und du machst doch auch was in die Richtung und du hast doch das Know-how hier aus der Technologie, weil du hier in der THM-Veranstaltungstechnik studiert hast. Ja, also da suche ich mir ja die eigentlichen Kommunikationen, die den Mehrwert bei Veranstaltungen bringt. So, und jetzt wird es natürlich spannend. Diese End-zu-End-Kommunikation, die ist eine Herausforderung, wie kriege ich die in den virtuellen Raum? Braucht es dafür überhaupt einen virtuellen Raum?
Ja, wir haben auch gerade schon drüber gesprochen, ne? Tools wie WonderMe, GetterTown, ne? Also solche zweidimensionalen Tools, wo ich sehe, wer ist so anwesend in der Online-Konferenz und ich kann mich andocken, ist da natürlich schon mal eine gute Möglichkeit, dass ich mich auch quasi gewissen Gruppen anschließen kann. Wir sehen aber da auch, es gibt gewisse Einschränkungen, weil so ein zufälliges Treffen, wenn ich da eigentlich nur einen Namen von der Person stehen habe, wird nicht stattfinden. Also ich muss gezielt quasi ja da das ansteuern und gezielt die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt an den Tisch, wo ich von den Namen her vielleicht jemanden kenne oder nicht kenne. Und jetzt Namen ist allein schon ein Problem. Also ich habe ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis. Dann kommt noch hinzu, die Leute heiraten, dann heißen die plötzlich anders und so. Also nur weil ich einen Namen von jemandem kenne, heißt noch lange nicht, dass ich die Person in einem Online-Meeting welcher Art auch immer anschreiben würde. Selbst wenn ich die Person vielleicht kenne. Anders ist es allerdings, wenn mir die Person wie auf einer Messe, auf einer echten Konferenz entgegenkommt. Ich habe ein verhältnismäßig gutes Gesichtergedächtnis, dass ich zumindest weiß, ich kenne die Person, weiß dann vielleicht nicht immer den Namen und weiß vielleicht auch nicht mehr ganz genau, woher. Aber mir ist irgendwie klar, okay, wir kennen uns und spätestens durch den Direct Response, wenn dann zurückgelächelt wird, weiß man, okay, wir kennen uns und es wird sich im Gespräch schon irgendwie noch erklären, ja, wer hier wer ist. So, das heißt, wir müssen überlegen, wie virtuelle Räume gestaltet sein können, dass auch sowas stattfinden kann. Und dass es vielleicht zum einen eine 1-zu-N-Kommunikation, aber auch diese End-zu-End-Kommunikation ermöglicht. Da habe ich jetzt mal so konkrete Beispiele einfach mit dabei, wie sowas halt aussehen kann und welche Gedanken wir uns aus der psychologischen Sicht dazu machen. Das erste Bild links oben zu sehen, also das war eine klassische hybride Messe, sieht man mich da quasi auf der Bühne stehen. Ich stand live auf einer Bühne, habe einen Vortrag gehalten hier zu Eventpsychologie, spannendes Thema, komme ich gleich nochmal zu. Und die Zuschauenden, die digital dabei waren, waren mit Avataren unterwegs. Das sind diese kleinen Roboter, die da vor der Bühne stehen. Und das heißt, die konnten wirklich vor die Bühne fahren und konnten sich den Vortrag da anhören. Und wenn sie ein Stück von der Bühne weggefahren sind, ist quasi die Audiospur auch wieder ausgefadet. Das heißt, man hat mich noch gesehen, so wie es im Realen auch ist. Man sieht, ah ja, der Ronft spricht noch, interessiert mich nicht, ich warte auf den nächsten Speaker. Ne? Oder ich gehe halt näher dran und höre ein bisschen zu. Oder ich drehe mich einfach um und sage, hey Mensch, dich kenne ich doch irgendwoher. Hey Mensch, Jochen, wie findest du denn das, was der gerade erzählt? Also ich habe die Möglichkeit, während die 1-zu-N läuft, im Grunde eine End-zu-End-Kommunikation aufzunehmen. Ne? Das heißt also, hier braucht es in gewisser Weise einen virtuellen Raum, der vielleicht auch in Anlehnung an die tatsächliche physische Veranstaltung ist. In dem Fall ist es quasi ein 1-zu-1 Nachbau von einer Messe-Location, jetzt in München, so eine Messehalle, die Motorworld, wo die Leute sich vielleicht auch auskennen. Ne? War ja eben auch so ein Punkt, ja, die virtuellen Welten sollten nicht zu komplex sein. Ja klar, die Leute sollten sich nicht verlaufen. Und ich kann natürlich auch virtuelle Welten, die es im Physischen schon gibt, 1-zu-1 nachbilden. Klar, dann kennen sich die Leute aus. Oder ich kann die Chance nutzen und kann auch mal neue Welten mit generieren, werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich möchte jetzt aber erst nochmal kurz auf das Bild rechts oben eingehen. Da sehen wir nämlich so einen typischen Gesprächskreis. Also das, was hier heute auch mit Sicherheit stattfinden wird. Man steht wo und ich kenne aus diesem Gesprächskreis nur eine Person. Und der große Mehrwert wird sein, dass ich diese eine Person, während die im Gespräch ist mit den drei anderen, anspreche. Und die wird mich dann, das ist dann Sozialpsychologie, in die Gruppe einführen. Die wird sagen, hey, guck mal, das ist der Steffen, der macht was mit Eventpsychologie, ist doch ganz spannend. Peter, hier, ne, du machst doch auch was mit, wäre das nicht was für euch? Das heißt, da kommt der Mehrwert her, dass ich in Gruppen integriert werde und nicht, dass ich wie in Zoom oder Teams oder wie auch immer vielleicht einen Einzelchat irgendwie mit irgendjemandem starte, was niemals in der Qualität stattfinden kann. Das heißt, wenn wir das wollen, dass das auch in virtuellen Räumen funktioniert, müssen wir die Umgebung schaffen. Und da helfen einfach die dreidimensionalen, wirklichen virtuellen Umgebungen dabei. So, und diese Umgebung muss sich auch dem Purpose anpassen, um was es jeweils geht. Also ich kann diese virtuellen Umgebungen nutzen, um gezielt meine Botschaft und meine Idee dahinter besser einfach auch greifbar zu machen für die Teilnehmenden. Die zwei Bilder, die man unten sieht, ist eine Veranstaltung, die ich selbst vor wenigen Wochen durchgeführt habe. Das war ein Alumni-Treffen bei uns an der SAH Mobile University. Das heißt, wir haben Studierende, die weltweit verstreut sind. Und so ein Alumni-Treffen, dass man sagt, komm, wir treffen uns mal, die ehemaligen, wahnsinnig schwierig. Also physisch kaum umzusetzen, wenn man ehrlich ist. Virtuell, ja klar, natürlich gar kein Thema. Das heißt, wir haben überlegt, was brauchen wir irgendwie für eine Location, wo man auch Lust hat, sich virtuell zu treffen. Und wenn ich die Leute jetzt im schönsten Sommerwetter abends zu einem 8. Zoom-Meeting einlade, dann sagen die Leute, sag mal, hast du es noch alle? Ich habe Zoom, ich will nicht mehr, ich will nicht. Das heißt, ich will ja auch irgendwas, wo ich was erleben kann. Oder irgendwas, wo ich quasi das Gefühl habe, da ist es schön, wo ich bin. Und da kommen jetzt schon diese psychologischen Komponenten und warum es auch wichtig ist, dass wir uns über die Raumgestaltung in virtuellen Räumen Gedanken machen. In unserem Fall haben wir
die SAH Mountain Hall quasi kreiert. Das ist das, was links zu sehen ist. Das heißt, da gab es dann so kleine Gesprächsstände, sieht man da so hinten in den Ecken. Da konnte man hin und sich zu gewissen Themen austauschen. Wir hatten auch eine Bühne stehen, wo eine Keynote-Speak war, wo die Leute teilnehmen konnten. Und das Wichtige war, jeder kann sich immer frei bewegen. Das heißt, ich habe immer die freie Entscheidung, was ich gerade mache und mit wem ich gerade spreche und mit wem ich auch gerade nicht spreche. So, das war quasi der eine Part. Kleine Workshop-Formate, die da an den Ecken stattgefunden haben, Keynote, die so ein bisschen interessante Inhalte vermittelt, spannende Insights von anderen Alumni zum Beispiel, was die beruflich alles so machen. Und der zweite Part der Veranstaltung, jetzt die zweite Dramaturgie-Ebene, war dann das freie Networking. Also wo es dann wirklich hieß, okay Leute, jetzt gehen wir in die End-zu-End-Kommunikation ohne Themenvorgabe. Und da ist es klar, wie man es vielleicht auch in der physischen Welt machen würde, wir brauchen einen Location-Wechsel. Ich mache da nicht einfach eine Durchsage und sage so, und jetzt trefft euch in der Mitte und redet miteinander. Nein, das funktioniert nicht. Das heißt, was haben wir gemacht? Location-Wechsel. Es gab einen Teleporter, der uns quasi von dieser SAH Mountain Hall an den SAH Private Beach gebeamt hat. Das ist quasi rechts, das ist an der Strand, da war ein DJ, da hat ein DJ aufgelegt. Jeder ist mit seinem Roboter, mit seinem Avatar dann an diesem Strand da rausgekommen. Also links sieht man den Teleporter quasi, da kommen die Leute angebeamt. Und dann steht man da am Strand, schöne Aussicht, irgendwie ein Zeppelin fliegt noch vorbei und so. Also wir hatten auch so ein paar Entertainment-Faktoren natürlich mit reingepackt, dass man auch was hat, wo man sich drüber unterhalten kann. Dass man sagt, Mensch, hast du gerade gesehen, da war gerade ein Zeppelin. Ja. Der natürlich auch gebrandet ist in Corporate Design und so, ne? Völlig klar. Also auch da haben wir die volle Ebene, den vollen Werkzeugkasten, den man nutzen kann. Und da fand dann der End-zu-End-Austausch statt. Und da kommen die Leute klar ins Gespräch. Das funktioniert. So, jetzt habe ich das schon angesprochen, oder ich glaube, es ist schon mehr als auch durchgeklungen, warum Psychologie auch fürs Eventmanagement wichtig ist. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, so meine Mission ist, diese Eventpsychologie so ein bisschen groß zu machen, ein bisschen weiterzuentwickeln. Also da geht so meine akademische Laufbahn auch hin, da habe ich so mein Forschungsinteresse. Und da müssen wir einfach mal sagen, diese Eventpsychologie ist quasi der Transfer von psychologischen Erkenntnissen in das Eventmanagement. So, was steckt denn alles in der Psychologie drin, was wir jetzt übertragen können in das Eventmanagement? Und da habe ich mal diese sogenannte Blüte der Eventpsychologie gebastelt, weil es wirklich doch optisch sehr an eine Blüte anlehnt. Danke. und das Basteln war nicht das Problem, sondern die Diskussion mit den verschiedenen Psychologinnen aus den verschiedenen Bereichen war anstrengend, weil jeder seinen Bereich natürlich irgendwo mit drin haben wollte. Sollte keiner hinten runterfallen, also das war eine anstrengende Diskussion, bis jetzt mal darauf kam. Das wird auch nie die finale Version sein, also in 2 Jahren wird es bestimmt wieder eine neue geben, wenn da wieder Diskussionen, Entwicklungen stattfinden. Naja, was soll uns diese Blüte hier zeigen? Also wir sehen in den äußeren Bereichen die großen Grundlagenfächer der Psychologie. Ja, also sowas wie Sozialpsychologie, differenzielle Psychologie, Biopsychologie. Also Biopsychologie, wie interagiert der Körper mit der Psyche? Welche psychosomatischen Auswirkungen gibt es? Ne? Und das überschneidet sich dann zum Beispiel mit der Perception Psychology. Also dieses Zeichen, was man da sieht, ist ein griechisches Psi. Und es steht immer für Psychologie, also im inneren Kreis, das sind dann die jeweiligen psychologischen Anwendungs- oder Subdisziplinen, spezielle Perspektiven, die man einnimmt. Ja, und jetzt Bereich Wahrnehmungspsychologie, Umweltpsychologie und Biopsychologie, ja, und überschneidet sich jetzt hier gerade im Raum schon. Also je nachdem, welche Beleuchtung, ob ich gerade Tageslicht habe, ob ich hier kaltweißes Licht aus dem Scheinwerfer habe, das macht was mit mir. Das beeinflusst zum Beispiel jetzt unmittelbar meine Melatoninausschüttung. Ja, also ich habe hier kaltweißes Licht aus dem Scheinwerfer, das heißt, meine Melatoninsuppression wird unterdrückt, das heißt, ich bleibe hier vorne wach. Ich wäre auch so jetzt wach, keine Sorge, ne? Aber ich habe so unmittelbar eine Außenwirkung, die sich auf ein Hormonlevel bezieht, welches wiederum dann für mich eine subjektive psychologische Wirkung entfaltet. Ja, also wir sehen, gibt es unterschiedliche Bereiche, warum das für die Psychologie relevant sein kann, Sozialpsychologie und so hatte ich gerade ja eben schon angesprochen. Könnten wir jetzt 3 Tage nichts anderes machen, als jetzt darüber zu sprechen. Will ich ja gar nicht, sondern ich will wieder die Kurve zurück zu den virtuellen Events kriegen und den Fragestellungen, die meine Kollegen und ich, was wir uns da gerade ganz konkret auseinandersetzen und vor allem auch, auf welche Challenges wir dabei stoßen. Das ist ja eigentlich so für den Forschungsaustausch das besonders Interessante. Also die 2 Kernfragen, die sich natürlich jetzt stellen im Bereich virtuelle Events. Inwiefern sind die Erkenntnisse, die wir bisher aus der physischen Welt kennen, ne, weil die Psychologie hat in 90% der Fälle in der physischen Welt stattgefunden, was bisher erforscht wurde. Inwiefern ist es übertragbar? Also das Thema Beleuchtung, spielt es quasi auch im virtuellen Raum eine Rolle? Spannende Frage, ne? Kann man so pauschal jetzt erstmal gar nicht beantworten. Und damit einhergehend aber auch die nächste Frage, wenn wir das jetzt als Forschende untersuchen wollen, ja, inwiefern können wir die bisherigen Methoden, wie wir das in der physischen Welt erforschen, 1 zu 1 übertragen? Das heißt, gehen die gleichen Fragebogen-Eintipps, gehen die gleichen apparativen Verfahren, kann ich ein Eye-Tracking im virtuellen Raum machen? Ne? Also so diese Fragen stellen sich dann. Das sind die Fragen, das sind die Challenges, die wir jetzt an der Stelle schon identifiziert haben. Challenge 1.
Jeder hat ein anderes Device. Wenn ich sage, die Leute nehmen an meinem virtuellen Event in der SAH Mountain Hall teil, die Mountain Hall, die ist programmiert, die sieht so gesehen für alle gleich aus, die kommt nur bei jedem nicht gleich an. Weil der eine ist auf dem Tablet unterwegs, der eine hat irgendwie einen entspiegelten 14 Zoll Dell-Rechner, der andere hat vielleicht wirklich eine VR-Brille daheim und ist mit der VR-Brille unterwegs. Ne, der eine hat irgendwie eine hohe Auflösung, der andere eine niedrige Auflösung, der eine hat ein hohes Kontrastverhältnis etc. pp. Brauche ich hier, glaube ich, keinem erzählen, ne, was Technologie betrifft. Das heißt, ich habe völlig unterschiedliche Gegebenheiten, wie es bei den Menschen ankommt. Ne. Für uns hier, der Raum, der ist immer gleich. Virtuell, auch die Leute zu Hause, jeder sieht mich da ein bisschen anders gerade. Ne. Also das ist schon mal ein Riesenproblem. Zweites Problem, ja, wir können sagen, in der Forschung ist es für uns interessant, wie das mit VR-Brillen stattfindet, ne? Weil das können wir am besten untersuchen, da haben wir wenig Störvariablen drin, das ist doch super. Das heißt, wir arbeiten in der Forschung einfach mit VR-Brillen. Hat aber das Problem, wenn ich jetzt so eine reale, virtuelle, hybride Messe mir anschaue oder eben so ein Event, das findet noch nicht oder vielleicht wird es auch zukünftig nicht mit VR-Brillen maßgeblich stattfinden, sondern die Leute sind mit zweidimensionalen Devices da unterwegs. Das heißt, hier wird immer so ein Gap haben, was untersuche ich und was passiert tatsächlich in der Praxis. Ja, also das ist auch nochmal eine Challenge, die es zu überlegen gilt. Und dann haben wir nochmal eine weitere Challenge, die grundsätzlich gilt, wenn ich mir überlege, welche physischen Erkenntnisse gibt es dann, welche Forschungsmethoden. Da gibt es nicht so die eine Forschungsmethode, wie ich jetzt zum Beispiel Raumatmosphäre evaluieren kann. Das ist das, was wir gerade versuchen. Ne? Also wie werden virtuelle Räume wahrgenommen? Setzt aber voraus, dass wir aus der physischen Welt Erkenntnisse haben und aus der physischen Welt Messmethoden übertragen können. Und da zeigt sich schon allein diese Überlegung, wie Beleuchtung wirkt. Da gibt es schon unterschiedliche Messverfahren. Ein paar habe ich da draufgepackt und da sind wir dran und haben da was diskutiert. Und nämlich zum Abschluss hin will ich wirklich konkrete Insights mal geben in eine Studie, die gerade läuft, die ist noch nicht veröffentlicht, deswegen es gibt nicht zu viel Insights, aber so ein Teaser, was wir da machen. Also wir haben mit 95 Probanden bei uns an der TU gearbeitet und haben quasi 12 Stimuli ausgesucht, also 12 Bilder aus virtuellen Räumen, die wir bewerten lassen wollen. Und da haben wir dann ein eigenes Messinstrument entwickelt, das ist adapted, also das ist quasi in Anlehnung an entsprechende andere Instrumente, die eben in der Forschung gerade diskutiert werden und war am Ende dann so ein Online-Fragebogen, den man passend zum jeweiligen Stimuli ausgefüllt hat. Ja, wie sahen diese Stimuli aus? Ja, wir hatten eben Bilder aus virtuellen Räumen mitgebracht, die unterschiedliche Konditionen erfüllen. Also in dem Fall zum Beispiel warmweiße versus kaltweiße Beleuchtung. Links warmweiß, rechts kaltweiß, virtueller Raum ist identisch. Oder Räumlichkeiten, die mit Tageslicht arbeiten. Auch da Tageslicht, zum Beispiel warmweiß links, warmweiß rechts oder oben einfach Räume, dreidimensionale Räume, in denen man sich frei bewegen kann, die aber einen simulierten, muss man ja sagen, simulierten Tageslichteinfluss haben. Also auch das sind ja schon spannende Fragen. Brauche ich simuliertes Tageslicht, wenn die Leute in virtuellen Räumen unterwegs sind? Ne? Also ganz spannende Überlegungen, die sich da ergeben. Ich habe versprochen, kurzer Insight, was kam da so raus? Wir sind so gesehen noch in der Auswertung und es ist noch nicht publiziert, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend noch. Aber wir können fürs Erste schon mal sagen, so beim Bereich warmweiße und kaltweiße Beleuchtung, da stimmen die bisherigen Findings, die wir in unserer Studie haben, die im virtuellen Raum stattfanden, mit dem physischen Raum überein. Ja. So, das heißt, abschließend, Was sind so die Limitations, die, glaube ich, jeder hier mitnehmen soll, diese Challenges? Also zum einen können wir sagen, Psychologie kann wahnsinnig viel dazu beitragen, wie wir virtuelle Räume und virtuelle Events, ja, und damit auch das Metaverse, was auch immer das genau sein wird in ein paar Jahren, wie wir das verbessern. Es wird aber immer diese Limitationen der verschiedenen Devices geben, die einfach ein Problem sind. Und wir haben auch das Problem, das, was ich jetzt untersuche, was ich jetzt mit einer Oculus Rift untersuche, ist in 5 Jahren irrelevant, weil es ein anderes Gerät gibt. Ne? Also das ist ja auch mein Problem, also die technologische Entwicklung rennt mir ja immer davon. Ne? Und dann ist es natürlich eine Wechselwirkung von Psychologie und Technologie. Ja, das heißt, als Fazit des Ganzen, es ist eine Voraussetzung aus meiner Sicht, dass wir mehr über die Psychologie verstehen, um wirklich Events, insbesondere auch in virtuellen Räumen, optimieren zu können. Es ist, glaube ich, auch klar geworden, dass diese psychologischen Mechanismen und dieser Improving-Effekt nur entstehen kann, wenn verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten, eben von Gaming, ja, also greife ich auch auf, spielt eine Rolle, die haben auch ganz spannende Ansätze und Erkenntnisse, wie man in virtuellen Räumen umgeht, bis hin eben zu verschiedenen Bereichen der Psychologie, bis hin natürlich zum Eventmanagement, bis hier zur Information Technology, also die wirklich auch mit den Devices arbeiten. Und es wird eben auch nicht nur eine Aufgabe der Wissenschaft sein, sondern auch da ist so ein spannendes Feld, wo Wissenschaft und Praxis Hand in Hand gehen muss. Ja, hier noch meine Quellen.
Und hier vor allem die Kontaktdaten. Wer dazu noch mehr wissen möchte, ansonsten, ich bin auch noch den ganzen Tag hier. Also wirklich End-zu-End-Kommunikation. Einfach ansprechen, mich fragen. Und wenn noch Zeit für Fragen sind, weiß ich nicht, was sagt die Zeit? Hinten geht ein Daumen hoch. Dann können wir natürlich hier auch noch gerne eine Frage in der großen Runde ansprechen. Wir haben kein Mikrofon für das Publikum, das heißt, wir machen das einfach so, du versuchst einfach möglichst laut zu sprechen. Ich spreche die Frage nochmal in mein Mikrofon rein und dann hast du die Möglichkeit, voll digital, das zu beantworten. Es ging am Anfang ja um diesen mehr oder weniger vorhandenen Rückkanal von den vielen Zuschauern N zum Redner. Was wir jetzt gerade haben, genau. Was du darauf beschränkt hast oder als Beispiel gesagt hast, wir haben diese Frage am Ende. Was ist aber mit der Mimik, mit der Gestik, die ja auch schon ein Rückkanal während des ganzen Vortrages sind? Wie kann man digital abbilden? Gibt es da Forschung dazu? Vielleicht nur ganz kurz für die Leute, die zugeschaltet sind, weil die werden das wahrscheinlich nicht verstanden haben. Also für so Publikumssituationen, wie kann man Mimik zum Beispiel in Avataren dann einbinden? Genau. Also es ist ganz spannendes Feld. Also ich bin ja mit mehreren Unternehmen direkt in Kontakt und bin da mit drin, was diese Metaverse-Entwicklungen machen. Ne? Und jetzt bei den Avataren zum Beispiel, wie Sie jetzt gesehen haben, in dem Roboter, das war jetzt vom Anbieter All Seated, da haben wir das nicht. Muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es diesen Rückkanal nicht. Es gibt aber auch andere Anbieter, Hyperspace zum Beispiel, die arbeiten da schon ganz stark damit, mit einer Mimik-Gestik-Erkennung, dass der Avatar selbst auch eine gewisse Mimik-Gestik ausstrahlt, die ich, wenn ich zumindest mit einem Auge quasi auch in der virtuellen Welt bin, da den Rückkanal habe. Also ich habe einen Vortrag gehalten über dieses Tool Hyperspace, ging das dann, und das war eben insofern interaktiv, dass die Leute aus dem Publikum, die Avatare, die konnten auch aufstehen, die konnten zu mir auf die Bühne kommen und hätten auch mit mir direkt interagieren können. Das heißt, hätte ich jetzt die Frau von jemandem beleidigt, hätte er mir eine Ohrfeige geben können. Das hätte das Tool hergegeben. Ne? Also auch da ist theoretisch diese Interaktionsmöglichkeit da. Man muss natürlich immer überlegen, will man das immer zu jedem Zeitpunkt. Ne? Und ansonsten ist natürlich, wie es dann bei Zoom und Teams und so auch ist, ne, dass man mit einfachen Piktogrammen arbeiten, das heißt, dass die Leute einen Knopf drücken und dann gehen überall die Smileys hoch und dann weiß ich, okay, das kam jetzt gut an, oder dann kommt der Daumen runter und sage, okay, das war jetzt nichts, was ich gerade gesagt habe. Also über den Rückkanal kann man natürlich auch gut im Digitalen arbeiten. Aber ich glaube, in 5 Jahren ist man mit Mimik-Gestik-Erkennung da auch nochmal ein gutes Stück weiter. Das wird alles spannend, was da kommt. Gerne. Da hinten, ja. In welchem Bereich? Ich hab's. In der digitalen Welt mit der Präsenzwelt. Achso. Ja. 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 Also das ist das grundsätzliche Schwierige daran. Also es ist deutlich leichter natürlich, die digitalen Teilnehmer an was Physischem teilhaben zu lassen, wie wir es jetzt auch haben. Ne? Also wieder Gruß an die Leute zu Hause. Das funktioniert ja ganz gut, dass die hier folgen können. Umgekehrt ist natürlich jetzt wahnsinnig schwierig. Ne? Also ich habe auch schon Veranstaltungen gehabt, wo das versucht wurde, wo man wirklich digitale Teilnehmer in Workshops auch eingebunden hat. Und da muss ich auch sagen, ich sehe da so viele Challenges, die da einfach auftreten, weil wir dieses unterschiedliche Kommunikationslevel haben. Also wenn ich mit jemandem privat da stehe und dann kann ich dem auch mal ins Ohr flüstern und kann sagen, Mensch, das war doch jetzt irgendwie langweilig. Das wird digital nicht stattfinden. Das heißt, ich stehe mit einem, der quasi digital dabei ist, weil er so einen fahrbaren Roboter hat, ne? Da gibt es ja allerhand Spielereien schon. So ein Roboter, oben ist ein Tablet drauf, da sehe ich quasi sein Gesicht drin, ne? Und er im Videocall, der steht neben mir. Werde ich mit dem flüstern? Nee, ich flüstere natürlich mit dem, der live anwesend ist. Ja, also da werden wir immer diesen Gap haben, und das ist, glaube ich, immer das Schwierige. Deswegen würde ich immer gut reflektieren, wenn es eine End-zu-End-Kommunikation ist, die stattfinden soll, nach Möglichkeit physisch oder ausschließlich digital halten. Weil das in einem Mix zu machen, ist quasi unfair den digitalen Teilnehmern gegenüber. Okay, wir kriegen das Zeichen, wir sind fertig. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und